Und das nächste Spiel steht schon in den Startlöchern. Und damit, Servus, Leute. Willkommen zum nächsten Spiel. Giruno Freezer oder so ähnlich oder wie es heißt. Ja, das war meine Tastatur. Das war mein Sessel und mein PC hört man auch. Ich bin so professionell. Ich war. Ja, fangen wir einfach an. Ich hoffe, der Sound ist jetzt nicht zu laut. Ja, hier ist überhaupt kein Sound. Okay, eingefroren. Freeze 1. Warum? Okay, ich kann Dauerfeuer. Also da rechts sieht man die Zeit. Dauerfeuer! Warum gibt es hier keine Musik? Ja, geil. Egal. Ja. Eisstrahl. Autsch, ich habe Schaden genommen. So, da unten hat sich gerade das Autsch-Bild verändert. Als ich Schaden genommen habe. Ja, jetzt hört man bestimmt. Nein, volle Kanne meinen. Leck mich doch. Mein Controller. Nein. Weil ich ja drücke wie ein Bekloppter. Kannst du noch mal auftauen? Ja. Ja. So, nein. Ich komme da nicht. Ah, damn it. Und ohne Musik ist das auch irgendwie so. Bäh, man hört nur Gedrücke. So, ich muss da nach unten. Ja. Ja. Und Hände, ja. Eiskalter Hauch des Todes. From Tegerno. Was ist das jetzt? Ach so, Moment. Nein, nicht so. Du kannst schweben? Noch egal. Na, ich bin so ein Depp. Oh Mann, so ganz ohne Musik ist das ja ätzend. Ja, Moment, jetzt. Wohin? Da. Ah! Seid ihr irre? Okay, dann nach oben. Okay, ich kann, wenn ich Button mache, irgendwie, irgendwie, ja, schweben oder so. Goal. Danke oder so. Das war's? Nee, oder? Das war's? Ich glaube, das ist nur eine Demo, was ich hier habe. Deswegen auch kein Sound. Ja. Das geht nicht, das geht auch nicht. Ja. Ich glaube, das war nur eine Demo oder so. Nee, ich habe doch. Ich habe es mir genauso geholt wie die anderen Spiele auch, also muss das die Vollversion sein. Ich glaube, das ist erst noch in Entwicklung. Naja, egal. Ziemlich kurzes Video von, oh, Giorno Freeze, Torino Freeze, Corino Freeze, ich weiß, ne, da steht es doch, ich Depp. Ich gucke überall am Desktop. Giruno Freeze. So, ich gucke überall am Desktop. Wo stand der Name? Schnell, wo stand der? Dabei steht er genau hier vor mir. Naja, hoffentlich hat euch dieses kurze Video dennoch gefallen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch.